Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video pflanzen wir endlich hier unsere schönen Baumsamen hier mal ein. Sieht man hier, das ist hier zum Beispiel Stieleichen. Dann müssen wir die auch nochmal mit einem Wassertest gucken, ob alle unten schwimmen. Und das machen wir dann noch später. Und wir wollen nämlich hier die Eichen zum Beispiel schön mit Erde bedecken, damit die dann früher rauskeimen. Hier zum Beispiel, hier keimen sie schon raus. Das, sieht man das? So vielleicht? Oh. Das hat uns auch gewundert, warum die jetzt schon aufgekeimt sind. Da muss es wohl wirklich im Sommer so kalt gewesen sein, dass die stratifiziert wurden. Ja, und sonst, wir wollen hier jetzt Erde reinmachen, damit die hier in der Erde bleiben und dann alle im Frühjahr aufkeimen und dann stecken wir die in der Erde, also in der Quickpots. Und zum Beispiel hier bei den Roteichen sieht man ja, das sind ganz viele übereinander, die kann man nicht einfach so hinpflanzen. Also wenn man die jetzt hier in Erde machen würde, den Korb hier, also einfach Erde reinmachen würde, dann würde das nicht gehen, weil die, sieht man ja, das sind ganz schön viele, wie gesagt, dann könnten die leicht anfangen zu schimmeln und wenn da einmal was im Gange ist, dann sind... Schön aufteilen. Ja, wenn einer anfängt zu gammeln, dann hast du vielleicht ein paar aufgeteilt, dann ist die Chance auch höher, dass dann alle im Frühjahr durchkommen. Also eher so wie hier machen. Eher so wie hier. Die aufteilen. Genau, und da hatten wir noch die Idee, hier zum Beispiel hier so eine Blumen, da waren eigentlich Blumen drin, so eine Quickpot-artigen Dinger. Da wollen wir denn jetzt hier so ein paar Samen reinmachen. Da wollen wir auf jeden Fall den Erde reinmachen und dann sind die halt wie gesagt ein bisschen verteilt. Sieht man ja hier so einzelne Kästchen, damit denn einer anfängt zu gammeln, genau, denn nicht jeder betroffen ist. Und so wollen wir das denn machen, wir haben noch ein bisschen mehr. Auch für zum Beispiel die Esskastanien und ja genau die zwei Sachen eigentlich hier. Die Esskastanien, hier sind auch ganz schön viel drin, das sieht man ja. Hier müssen wir auch noch ein paar rausnehmen. Aber sonst reicht das eigentlich schon. Jetzt machen wir erstmal den Wassertest. Und wir haben jetzt hier einmal die ganzen Samen. Also wir haben jetzt hier vor allen Dingen so, ich glaube Nüsse nennt man das. Also hier zum Beispiel die Eichen. Hier haben wir zum Beispiel Roteichen, Traubeneichen. Dazu kommen wir gleich noch. Die pinkblühenden Rosskastanien. Walnüsse, Baumhaseln, Stieleichen und Esskastanien. Ja, und hier bei den Traubeneichen sieht man schon, da waren gestern schon genau so eine Larven. Und hier sieht man zum Beispiel Bohrlöcher. Und dann denke ich mal, dass die das sind. Also, falls ihr da vielleicht schon mit Erfahrung gemacht habt, mit den Baumsamen einpflanzen, also das machen wir auch zum Beispiel zum ersten Mal jetzt hier. Also da müssen wir uns jetzt wirklich mal durchtesten, inwiefern das klappt oder auch nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was wird vielleicht gut aufgehen und was nicht. Und das sind ja auch noch nicht alles. Wie gesagt, ach ja, wollte ich gerade sagen, hier zum Beispiel, das sind ja so richtige Nüsse. Und zum Beispiel beim Ahorn, so die sieht man hier zum Beispiel. Hier sieht man, hier ist der Keimling drin, hier keimt das ja noch raus. Und hier ist der Flügel. Und wenn man das im Wasser machen wollte, weiß ich nicht, wie sich das denn verhält. Weil hier, wie gesagt, noch ein Flügel dran ist. So, so. Ja, dann weiß ich nicht, wie das so ist. Die Samen rein, Wasser rein. Alle, die oben schwimmen, die können weg. Und alle, die unten schwimmen, die kommen hier rein. Und dann machen wir die Erde rein. Und das machen wir jetzt.
So, jetzt ist ein Tag vergangen. Wir haben jetzt noch einen Tag gewartet, weil die Baumsamen, die wir gerade gewässert haben, also den Wassertest gemacht haben, die waren noch ganz schön nass. Und jetzt haben wir noch einen Tag gewartet. Und jetzt haben wir hier noch eine Kiste gefunden, hier für die Roteichen. Hier, und die füllen wir da jetzt mal mit drin. Also damit die ein bisschen nicht so dicht hier liegen. So, warte. Warte. So, und jetzt fehlt nur noch eins, und zwar die Erde. Und das machen wir jetzt. Ich erkläre euch jetzt einmal, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zwar, wir haben ja jetzt hier die Samen. Dann brauchen wir einmal eine Schippe. Wir haben hier schon schön Erde vorbereitet. Also es ist am besten, wenn die Erde schön locker ist. Man könnte auch gleich hier einfach puren Kies nehmen. Aber weil wir das jetzt nicht haben, nehmen wir hier einfach unsere ganz normale Erde. Dann macht man ein paar Schippen rauf, je nachdem wie viel es sind. So, so. Na, reicht ja schon. So. Und jetzt hier die Erde ist jetzt auch schön feucht. Also brauchen wir die jetzt noch nicht anwässern. Das ist jetzt ganz wichtig, dass sie jetzt schön feucht steht. Also wie gesagt, die Erde ist jetzt hier wirklich schön feucht. Und sonst brauchen wir jetzt die Stratifikation. Das wollen wir jetzt hier nachmachen. Also ja, hier in den Stall hier stehen lassen. Und dann im Frühjahr gucken, ob die aufgekeimt sind. Und das machen wir jetzt hier mal mit allen Samen. So, wir haben jetzt die ganzen Samen eingepflanzt. Hier sind die Nadelbäume, hier sind dann noch einige Laubbäume. Wir haben hier die ganzen Namen hier auf Pappe geschrieben. Ich hoffe mal, das hält hier sich so. Ja, und sonst sind hier noch Kastanien, Douglasien. Die kannst du doch hier ruhig hinstellen. Wir haben hier auch die Nadelbäume. Habe ich doch gesagt. Hier sind die ganzen Nadelbäume. Dann haben wir hier noch Spitzahorn, Platan, Rostkastanien, Walnuss und dann haben wir hier hinten ein Stück weiter noch den ganzen anderen Rest, also Eichen, die Eichen, Roteichen, Stiereichen, Esskastanien, Baumhaseln, dann da unten auch noch alles beschriftet, weil das ist auch ganz wichtig. Das ist mir zum Beispiel auch passiert im Frühjahr mit den Tomatensamen. Ja, wenn man die nicht alle beschriftet. Und wenn da mal irgendwer anderes denn mal irgendwas macht, ja, dann weiß man dann ganz schnell nicht mehr, welche Tomate oder hier vielleicht welcher Baum war. Das sieht man dann später an den Blättern, aber das ist am besten, würde ich immer auch in jedem empfehlen. Schreibt so viele Schilder, wie ihr könnt. Also man kann eigentlich nie genügend schreiben. So, und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns wieder nächstes Mal. Ciao.